Ja, bei uns ist unser Offensivspieler Momo Kwarteng. Momo am Ende 0 zu 3 hier beim FC St. Pauli, aber in der zweiten Hälfte hat man gesehen, ja, dass durchaus was möglich war. Unter anderem eben auch bei deinem richtig starken Schuss, bei dem du leider Pech hattest, weil er Aluminium getroffen hat. Wie hast du die Szene erlebt? Also erstmal haben wir eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Wir haben keinen Charakter gezeigt und das musste in der zweiten Halbzeit schleunigst geändert werden. Den Mut finden, unser Selbstbewusstsein nach vorne bringen und uns nicht einschüchtern zu lassen und den Kampf anzunehmen, dass wir in Rückstand auch ein Spiel mal zu unseren Gunsten drehen können oder Anschluss herstellen. Und deswegen war für mich wichtig, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht in der zweiten Halbzeit zeigt. Ja, das hätte natürlich gut geklappt, wenn der Schuss reingeht. Ich glaube, das waren beinahe 2 Minuten nach Anpfiff, oder? Ja, deswegen habe ich mich sehr, sehr darüber geärgert. Nichtsdestotrotz wäre danach noch genug Zeit gewesen. Und bis zu einem gewissen Punkt haben wir es dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Aber wir brauchen dann halt diesen Punch, dass wir den Anschlusstreffer machen. Und dann kann das nochmal eine andere Wendung nehmen. Und so probierst du es. Ganze Zeit, wir hatten dann mehr Kontrolle, mehr Ruhe, mehr Selbstbewusstsein am Ball und das müssen wir in den ersten Minuten direkt in den Spielen reinbringen. Wir kriegen immer viel zu früh unsere Gegentore und laufen dann immer an Rückstand hinterher. Wir müssen einfach gucken, dass wir auch in der Atmosphäre wie hier am Millerntor einfach das Spiel beruhigen und unser Spiel mit Selbstbewusstsein erstmal Ruhe und Kontrolle, um erstmal ins Spiel einzukommen und dürfen dann nicht anfangen, immer wieder Gegentore in den ersten Minuten zu kriegen. Und so wird es immer unheimlich schwierig. Ich denke, wir müssen ein ernstes Wörtchen reden in der Mannschaft und uns klar machen, wie wir dass wir jetzt uns langsam aufrempeln müssen und selbstbewusst sein sollen. Und aber nichtsdestotrotz bin ich sehr enttäuscht, die Mannschaft auch. Wir wollen eine Gewinnermannschaft sein und dann tut es weh, dass wir jetzt das dritte Mal hintereinander verlieren. Aber wir werden auf jeden Fall stärker zurückkommen und das kann ich versprechen, weil so werden wir das nicht stehen lassen. Und jetzt geht es darum, die Sachen aufzuarbeiten und ein anderes Gesicht zu zeigen. Und in der ersten Halbzeit haben uns einfach Tugenden gefehlt und der Mut. Es geht gar nicht um Spieldetails oder sonst was, sondern einfach Power, Engagement, Einsatz, Wille und der nötige Biss. Und das haben wir vermissen lassen. Und deswegen rennst du dann ein 2-0 hinterher. Ja. Okay, dann danke erstmal für diese Analyse. Abschließend tatsächlich noch ein Wort dazu. Du hast gesagt, in der zweiten Halbzeit wurde es dann eben besser. Es ist genau das, wo man im Prinzip dann wirklich ansetzen muss. Du hast auch gesagt, von Beginn an, aber dass man eben da dann das noch rausziehen kann, wie es in der zweiten Hälfte war? Der Unterschied zur ersten und zur zweiten Halbzeit ist einfach der, dass bei Spielbeginn wir auswärts spielen, hier am Millerntor sehr viel Power auch von außen kommt und der Gegner auch sehr, sehr energisch beginnt. Wir müssen einfach den Stecker ziehen und einfach ruhig am Ball bleiben und Kontrolle über das Geschehen herstellen. Und am Ende ergeben sich die Räume. Ich hatte in der zweiten Halbzeit seit Spielbeginn nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie nicht möglich ist, 2, 3 Tore zu schießen. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber ein Spiel beginnt 90 Minuten und man darf nicht nur 20 Minuten gut spielen oder 30 Minuten von seinem eigenen Spiel durchdringen, sondern versuchen, 60, 70, 75 Minuten das durchzudrücken, um am Ende was Zählbares mitzunehmen. Und wie gesagt, in der ersten Halbzeit müssen wir einfach aggressiver sein, mutiger sein, den Gegner zeigen mit Körpersprache, dass wir auch da sind, auch mal ein Zeichen setzen. Und das haben wir vermissen lassen. Und das wird uns, darf uns nicht passieren und das wird uns auch nicht mehr passieren. Alles klar, Momo. Danke dir erstmal vielmals. Ja.